bin Ref, Ref, Ref für die Insel. Ref, Ref, Ref über Ref. Und ich wundere mich, warum ich noch da bin. Fürs Aussteigen bin ich scheinbar schon zu feig. Ja, das Ziel meines heutigen Stadtstreicherausfluges ist, wie man sieht, die Donauinsel, die alte, was heißt die alte, die normale, von der neuen Donau trennt. Und hier sehen wir gerade den Blick über die neue Donau bis hinauf zu der Spitze des Towers. Und das, was hier nicht ganz so hoch ist wie der Tower, das sind die bekannten Harry-Seidler-Bauten mit dem Harry-Seidler-Tower mit der charakteristischen Spitze. Ja, und von wo hat man wohl den besten Überblick über diese Donauinsel? Natürlich vom Donauturm. Ja, die Wiener Donauinsel wurde unter Bürgermeister Felix Slawik 1972 begonnen. Fertig war sie erst 1988, damals war bereits Helmut Zilk der Bürgermeister von Wien. Und dazwischen war noch, wer kennt ihn nicht, Leopold Graz. Mit einer Länge von 21,1 Kilometer und bis zu 250 Meter Breite ist sie eine der größeren künstlich angelegten Inseln Europas. Ursprünglicher Anlass war auch, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Und als Naherholungsgebiet, das die Donauinsel ist, verfügt sie auch über einige Spielplätze im Verlauf der ganzen Insel. Und wer hier innen hochklettert, der kommt dann irgendwann einmal auch hier heraus. Nun, Kaffeekränzchen ist das wohl keines, eher die ausgedehnte Körperpflege- und Beauty-Stunde bei den Schwänen an der Donauinsel. Ja, und hier sehen wir den Wasserspielplatz auf der Donauinsel, der hier einiges an Spaß für die Kinder bietet. Ja, und dieser Fisch spuckt Wasser. Auch ein Windrad dreht sich über dem Wasserspielplatz. Manchmal kommt das Wasser auch überraschend. Natürlich ist die Donauinsel auch ein Eldorado für Radfahrer. Und kennt ihr das alte Sprichwort, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt? Aber natürlich kann man auch fahren damit. Auch für den Spaziergang mit den vierbeinigen Hausgenossen eignet sich die Donauinsel natürlich perfekt. Und hier gibt es den berühmten oder vielleicht noch nicht so berühmten Inselhonig in den Produktionsstätten. Die Bienen der Donauinsel. Ja, und wenn man genau hinschaut, sieht man von der Donauinsel aus das Schifffahrtszentrum Wiens und die Mexiko-Kirche oder auch Kaiser Franz Josef Jubiläumskirche, über die ihr in der Folge über den zweiten Bezirk einiges hören könnt. Ja, lasst euch von der leichten Schieflage nicht bremsen, schaut weiter zu, aber diesen Leuchtturm in voller Pracht habe ich nur Hochformat aufs Bild gebracht. Ursprünglich stand er 1989 und 90 bei den Bregenzer Seefestspielen im fliegenden Holländer als eines der wichtigen Requisiten zur Verfügung. Dann übersiedelte er nach Wien, wo er endgültig 1997 seinen Platz auf der Donauinsel bekam.
vom Leuchtturm führt eine Fußgängerbrücke, die diese Möwe hier in der Luft nicht braucht natürlich, hinüber auf das andere Ufer der neuen Donau. Und da sehen wir dann natürlich auch den Donauturm. Und daneben schaut hier momentan einmal perspektivisch viel größer aus, den DC Tower. Tatsächlich ist da nur wenige Meter Höhenunterschied zum Donauturm. Ja, und über den Steg beim Leuchtturm, der hinter uns ist, gehen wir jetzt hinüber in Richtung Donau City. At the Copa, Copacabana. Ja, mittlerweile heißt sie auch schon Copa Beach. Nicht hochalpin, aber immerhin, Klettern ist hier möglich auf der Donauinsel in verschiedensten Schwierigkeitsstufen. Für alt und jung die richtige Herausforderung. Ebenfalls ein Schwenk vom Leuchtturm zahlt sich aus zur Reichsbrücke. Die erste Reichsbrücke, auch Kronprinz-Rudolf-Brücke genannt, bestand von 1876 bis 1937. Da wurde sie dann durch eine Kettenbrücke ersetzt, die unter den damaligen Machthabern wohl auch zur Arbeitsplatzsicherung erbaut wurde und lange Zeit die meistbefahrenste Straße Österreichs war, weil sie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die einzige Möglichkeit war, bei so viel zerstörten Donaubrücken über die Donau zu gelangen. Am 1. August 1976 stürzte nun diese Brücke ein, die zweite Reichsbrücke, und wurde dann durch die heute noch bestehende ersetzt. Im Hintergrund übrigens die Mexiko-Kirche. Ja, und auf dieser Seite der Donauinsel haben wir natürlich die große Donau mit Schiffsverkehr und, siehe da, mit Angeln. Und das wird mich jetzt zu einer Frage an den Angler führen. Wie beißen Sie denn heute? Ja, fast, es gibt keinen Beiß heute. Die Strömung ist sehr stark nach dem Regen und es schaut sehr ruhig aus. Die Routen meine ich. So, und jetzt klinke ich mich mal zumindest plappermäßig aus und lasse den Peter, meinen Kollegen vom Okto, ein bisschen reden. Wir sind hier in der Marina. Porto Pollo, der Hühnerhafen, und haben jetzt keine Hühner gefunden, sondern liebe Menschen, die gerade angelegt haben. Hallo, hallo. Wer seid ihr? Ja, wir sind vom Motorboot Club in der Bona, wir stehen normalerweise in Karl-Neuburg, ja. Und haben gerade einen Ausflug nach Wien gemacht und gehen dann in die Sankten City essen. Und ihr legt immer hier an? Ja, das ist der einzige Steg auf dieser Seite. Aha. Ja, das ist von irgendeiner Magistratsabteilung, schlag mich tot, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Mhm. Die stellen das zur Verfügung, da kann man bis zu 12 Stunden liegen und wir gehen jetzt essen, werden 2 Stunden da bleiben und mit vollen Bäuchen hoffe, dass die Maschine dann noch da parkt und wieder haben. Sehr gut, dann wünsche ich Schiff Ahoi. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt habe ich hier die Lara vor mir. Und Lara ist in diesem Fall das Boot. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Boot mit Kabine und allem drumherum. Was kann man mit diesem Boot eigentlich alles für Fahrten unternehmen? Eigentlich kann man damit überall hinfahren, weil es hat ja nicht nur sozusagen eine Terrasse hinten, sondern auch einen Schlafbereich vorne. Und man kann also durchaus ein paar Tage am Boot aushalten, auch mit Toilette. So dass man also eigentlich, ja, ich sage immer, es ist ein Wohnwagen auf dem Wasser. Ja? Und damit kann man eigentlich überall hinfahren, wo man gerne möchte.
Wir sehen einen Daubelkran mit einem Fischernetz, das zu Wasser gelassen wird. Dann werden Brotkrumen reingestreut, die Fische sammeln sich darüber und wenn genug Fische sich angesammelt haben, wird es hochgezogen. Nun befinden wir uns bei der Monumentenskulpturengruppe von Herbert Traub, genannt die Passanten. 1987 hier aufgestellt und von 79 bis 85 entstanden. Ja, aber lieber Peter, irgendwie sieht das ja so zumindest nicht nach Yoga aus. Nein, es ist eine Freilufttanzveranstaltung. Oh, ich hätte es eher als das Kamasutra für Wiener gesehen. Aber bitte. Und mit ein paar fotografischen Eindrücken von dieser Stadtstreichertour mache ich mich jetzt auf den Heimweg.